Die gab es so in so einem Goldmetallic, in so einem Braun-Metallic und auch in... Uwe, ich bin dein Fan! Na, da haben wir es doch wieder. Naja, und wenn ich hier reingucke... Du bist der Star hier heute wo wieder. Wo geht's denn raus? Da oder? Keine hier? Ahnung. Ich glaube da. So, das sind die Herren, die von den Fahrrädern kommen, von den historischen Fahrrädern. Ja, genau. Sehr gut. Sogar ein Hochrad fahren können, ne? Ja, bei uns, der ist nicht dabei. Der Handschlag ist ja ausgestorben. Also, was ist das denn hier für ein Bike? Was das ist das hier? Ein Brenner Boa, Baujahr 29. Aber ein Brenner Boa hat auch Autos gebaut. Mensch, sei kein Tor, fahr Brenner Boa. Ja. Ein Ballonrennrad, recht seltene Gattung. Ja. Ballonbereifte Rennräder gab es nur ein, zwei Jahre Ende der 20er Jahre. Die Bereifung, Excelsior-Bereifung, jeden Buchstaben nachgeformt, weil sie nicht mehr gibt auf den Reifen. Ja. Ach so, hab ich? Ja, das ist eine Arbeit. Nein, Jubiläumskäfer, Jubi. Wir machen erst das Jubiläum hier von 51. Schwarze Armeebestand. Nee, gestern Abend. Oh, das VW-Zeichen ist cool. Aus Schweizer Armeebeständen, eingelagert in der Schweiz. Ja. Ja, eingelagert. Darf ich Sie fotografieren? Mich? Ja. Oder lieber nicht? Lieber nicht, okay. Ja, wie Sie wollen. Auto ja, okay. Gut. An sich wollte ich zusammen mit Ihnen heute Morgen hier frühstücken. Waren wir nicht verabredet? Ich kann Ihnen noch einen Kaffee anbieten. Nee, danke, klar, danke, das Auto reicht. Reicht schon, ja. Ja, wir müssen jetzt mal Pause machen in dem Alter, ne, und so einer Karre. Sind Sie heute Morgen mitgekommen? Heute Morgen mitgekommen? Gerade gekommen. Gerade gekommen. Ah, super. Aus dem Kreis Recklinghausen. Ja. Woher denn? Alter. Sind Sie mit einverstanden, wenn ich einmal die Tür öffne? Nein, alles gut. Es sieht sehr gut aus, alles. Mit Ohrmarklappen. Ja. Rollgas. Ja. Läuft auch. Und wo landen die Bilder jetzt? Gebe ich Ihnen gleich eine Karte. Hat eine schöne Patina. Ja, bin ich auch. Das Beste. Und ich weiß nie, wo beim Rheuma-Klappenkäfer die Hebel dafür sitzen. Hier unten wahrscheinlich irgendwo, ne? Innen drin. Genau. Deswegen ja Rheuma-Klappe, weil die noch. Ah, da, okay. Ja, mit dem Loch drin oder mit dem Aussparung drin. Ne? Wenn die Scheibe hochkurbelst, dann sieht man das. Ja. Sie haben Winterbereifung drauf. Geländeverstärker. Ah, okay. Haben Sie einfach die Speichs rausgezogen? Nein, die gibt es. Ein Hersteller gibt es noch. Tatsächlich? Ja. Der kommt ja aus Armeebeständen, denke ich mal. Ne? Ja. Sehr gut. Von der Schweizer Armee. Hier, das ist der, da kommt die Antenne hin. Ein Echtheitszertifikat. Ja, genau. Die Beule ist wichtig. Ja, gab es nur ganz kurze Zeit. Das Emblem habe ich 2 Jahre gesucht. Ja, weil das flacher ist, ne? Ja, ja, und vor allem hier das nicht ausgestanzt. Genau. Ja, eben. Oh, hier ist die 6 Volt Steckdose. Ja. Genau. Und da kommt die frische, gute Alpenluft rein. Jawohl. Oh, prima hier. Sehen wir noch das Innenleben. Anna hat gestern leider einen Gas. Nicht starten, bitte. Also Sie müssen auch gar nicht viel tun hier, der entwickelt sich gar nicht weiter mit dem Rost. Der ist Klarlack.
matt lackiert. Aber auch so, selbst wenn. Also die ist, das ist mal alles so dick. Das Blech. Oh, du machst aber alle Details hier scharf hier. Du hast sogar eine Fensterkurbeln. Ja, nee, das ist ja die besondere Aussparung. Weil die noch keine Dreieckfenster. Genau, wenn du die Scheibe nämlich hochkurbelst, dann bleibt ja auf dem größten Teil ist die dann drin, aber das bleibt offen und da hast du frische Luft. Ja, aber das ist alles noch so läuft. Sehr gut. Haben sie gut erhalten. Ja, hallo. Jetzt natürlich mal etwas schneller blättern. Jawohl, prima. So, da ist ein Die Aktion. Wiedergeburt eines Brezelkäfers. Ja. Der Motor komplett zerlegt. Ja, Getriebe auch. Mhm. So, aber wir haben sie auch im Original hier. Ja. Sie ist im Original zu sehen. Und da sieht man die hochwertige Verarbeitung des Holzes. Ja, genau. Von wegen. Das sieht ja sogar noch gut aus. Oder ist das neue? Die neue ist nicht nur alles original. Also neu ist nur der Stoff. Da jetzt nicht weiter, sonst haben wir irgendwelche Zahlen, die wollen wir nicht da drauf haben. Nee. Also ich denke, okay. Ganz wenige, aber also jetzt kommt, passen Sie auf Ihr Mütterchen auf. Bin ja immer an den Details interessiert. Ja. Nee, wir haben ganz lange gesucht. Schatz, mach mal ein Foto. Das ist Schatz, so mach mal ein Foto. Oh, dieses Umarmen immer, was der Kerl macht. Wow. Ja. Das ist ein Holzer, das ist ja. Hallo. Habe ich gearbeitet in Brasilien. Das ist Brasilienkäfer, ne? Ja. Meine Arbeit war nicht. Das ist der in Brasilien gefahren dieser Auto. Schön. Und mit Schiff. Ja, also. Darf ich Sie aufnehmen? Natürlich. Oh, prima. Schön. Was ist denn daran so brasilianisch? Die liegenden Scheinwerfer. Ist das ein Dickholmer? Ja. Ah, Sie wissen das auch, okay. Dickholmer und die hohen Stoßstangen schon, aber noch die liegenden Scheinwerfer. Ja. Die besonderen vorderen Blinker, die lange Form haben. Und natürlich die Innenausstattung. Die Felgen sind auch brasilianisch? Die Felgen sind auch schon ein bisschen brasilianischen Geschmack geschuldet. Innenausstattung ist original? Nein. Ja. Auch original? Alles original, ja. Wow. So, ich bin das. Ah, servus. Ja, hallo. Ja, das ist unser... Das ist von Ihrem Vater oder das ist Ihrer? Das ist meiner, ja. Das ist Ihrer sogar. Ja, wir haben, meiner Frau haben wir in Brasilien gelebt für eine kurze Zeit. Ja. Und das war unser... Alltagsauto, ne? Ja. Und ja, der, das ist ein 70er Baujahr, 1500er. Ja. Und das nannte sich da so Deluxe-Modell. Mhm. Diese Folierung. Weil er, wo ist der Luxus? Die haben hier diese, ja, diese Holzfolierung. Das Original, ne? Damals war das so. Also auf die Tür. Das Wappen von Sao Paulo. Ah ja, okay, super. Und ja, den haben wir dann nach Ende unseres Einsatzes haben wir den mitgenommen. Hinten schon Sicherheitsgurte. Ja. Ausstellfenster war auch da. Ausstellfenster auch. Mhm. Ja, der hat so ein paar. Das ist halt, die haben einfach die alte Karosserie weitergebaut. Ne? Das ist eine kurze Haube. Der hat noch den Tank im Kofferraum vorne. Ihr Vater sagte schon, also ich schaue über diese dicke Polsterung, ja. Dass das auch original ist. Ne? Ja, ja. Ja, und das ist er, ne? Das ist er. Wir haben halt die Karosserie ein bisschen weitergebaut. Ja. Also gab es ja schon, in Deutschland gab es ja schon das Facelift. Ja. Und dann, als wir ihn dann rübergebracht haben, mussten ein paar Sachen gemacht werden. Reifen, Bremsen. Also auch noch, ne, ist ein bisschen erhaben, genau. Ja, ja. Da muss ich jetzt nochmal hier vielleicht. Ja, weil die ganz alten haben das so flach, aber dieser ist hier so ein bisschen erhaben. Aber nicht ganz so erhaben wie die deutsche Haube, ne? Ja. Muss mal gucken, ob ich beim Teilemarkt irgendwas noch finde. Ja, da wird sich was finden, denke ich. Ja. Da muss man Zeit mitbringen. Sagen Sie noch dieses Detail des Seitenfensters da. Ist das ein zusätzlicher Verschluss? Ja, das ist so ein Verschluss, das kann ich mal zeigen. Und zwar, wenn das Fenster unten ist, ja. das ist so in Brasilien, das ist so ein Aftermarket. Ja. In Brasilien wird das häufig gemacht wegen Sicherheit. Ah, okay. Ja, weil dann schnell wird immer in dieses Fenster gegriffen, das ist so ein zusätzlicher Verschluss, Okay. Das dann offen ist. Ja, dann kann man das hier, wenn man das vergessen sollte, Kann man das hier nochmal absichern. Ne? Das ist vielleicht in Sao Paulo
in den 70ern vielleicht wichtig gewesen. Ja. Und heute bauen sie moderne Autos, habe ich schon gehört von Ihrem Vater. Ja, ja, ich bin bei der Entwicklung bei Volkswagen. Beim ID.6 haben wir schon gehört, hallo. Ja, und genau. Der 1500er Motor, das zeigen wir uns auch noch eben. Ja, genau, das ist alles noch original. Ne? Also jawohl. Ah, das sieht ja sehr schön sauber alles ja. aus. Mhm. Ja, hier 1500er sieht man hier an dem genau. Luftfilter, genau. Genau. Ja. Die besonderen Details sind Brasilien, noch Kickholmer, aber schon die hohen Stoßstangen. Richtig, richtig. Das ist ein bisschen seltsam. Also sprechen wir über Leute auch an, was das für ein komischer Kick, also das haben wir nie gesehen. Da passt irgendwie nichts zusammen. Ja, und die typischen Lochfelgen. Ne? Ja. Ja, aber wir haben den letztes Jahr haben wir den hierher gebracht, als unser Auslandseinsatz zu Ende war. Und dann haben wir den bei Kerma, Klassik in Hemming, haben wir den machen lassen. Der wurde ja teilweise nachlackiert. Auspuff neu, Reifen neu, Bremsen neu. Sehr schön. Ja. Der ist sogar zu verkaufen. Nein. Nein, ist er nicht. 50 Jahre Generation. So Männer, ich muss einmal rumgehen hier. Hallo. Schon mal kriegt. Was ist eigentlich früher mal? Ganz klein war noch. Hatten wir auch so einen, aber der hatte. Guck mal, es gibt bloß. Ja, sprich ruhig weiter. Es gibt bloß noch 221. Zugelassene? Ja. Ist das die Zulassungsstatistik? Die meisten sind Varianten. Das ist jetzt ein 12er oder ein 11er? 11er, 411i. Weil da irgendwas mit 12 steht. Ja, da ist nur der Zettel. Das war. Den gab es ja nicht als Viertürer, ne? Ach, ein Einspritzer ist das. Ja, der kam 1968. Also, ihr habt hier richtig Newtonmeter auf die Kette gegeben hier. Meine Güte, ey. Die MP-Schaltung. Das Zahnrad hat umgebaut, das funktioniert. Mhm. Habt ihr mal gemessen, wie viel Newtonmeter der da im ersten Gang da spendiert? Nee, aber der kommt demnächst auf. Du kannst halt. Ist ja wahnsinnig. 250 PS. 250 PS. Ja. Wow. Er wird täglich gefahren, ist auch kein Anwaltsfahrzeug. Wo kommt der denn her? Aus? Ich habe nur einen Alltag. Kloppenburg. Ah, ihr habt doch da sowieso da dieses Oval. Ihr könnt doch sowieso ganz schnell fahren da. Da ist doch dieses Testoval, ne? Ja. Mit der Steilwandkurve. Ja, genau. War da schon mal da drauf mit dem Ding? Nee, aber wollen wir noch. Ja, das würde ich empfehlen. Ja. Komm, erklär mal, würde mich mal interessieren. Also hier habt ihr die Wasserkühlung drunter. Hier haben wir einen Alu-Wasserkühler. Ja. Aus dem Mazda MX-5. Ja. Das ist ein Rennsportkühler. Ja. Die Luftansaugung, die geht hier unten durchs Gitter. Ja, okay, ja gut. Habt ihr hier unten das Gitter? Luftleitbleche, sodass die Luft hier reinzieht, hier genau. Überdruck entsteht vor dem Kühler. Okay. Hier auch Ventilatoren natürlich. Die luftet hier hinter dem Kühler auch direkt wieder runter, ja. Über den Rahmenkopf. Was ist jetzt genau hier drin? Was für ein Gemisch ist hier drin? Da ist Diesel drin für die Standheizung. Ach so! Weil Benzinstand. Die Standard. Ich dachte, gedacht, das wäre jetzt hier für das, nee, das, um das Getriebe Platz zu machen. Okay. Ja, Benzinstandheizung ist halt. Ja, okay, verstanden. Das habt ihr also hier jetzt als Standheizung hier, oder? Ja, genau. Ja, ja. Mit 5 Kilowatt Heizleistung. Und fahrwerkmäßig? Ja, vorne ist ein KW-Fahrwerk drin. Ja. Das einzige. Aber die normale Achse, die normale. Genau, das ist die Achse, genau. Auch mit dem originalen Stabi drin. Mhm. Ja, und hinten ist eben. Da sind kurze Drehstäbe rein. Die müssen ja auf der Seitenscheibe sein, dann ist es richtig. Ja. Walter Röhr hat mir gestern Zitate gelesen, der hat gesagt, beim guten Fahrer sind die, ist der Fliegen direkt auf den Seitenscheiben. Ja, ja. Und ihr seid ein Club, oder? Oder Interessengemeinschaft? Oder? Habt ihr euch zusammengebaut? Nee, wir sind. Ihr seid? Machen das beruflich. Ach, ihr macht das beruflich? Ich bin Karosseriebauer und mein Sohn macht Elektrikmotoren und so. Ah, okay. Gut. Dann sag doch die Firma.
Nordkäfer. Nordkäfer, ne? Ja. Ah, okay. Genau. Ja, gut. Okay. Wir sind in der Nähe von Kloppenburg. Und ja, ja. Ich mache hauptsächlich Käfer und T1, T2. Mhm. Aber es geht hauptsächlich um Motoren oder auch um Karosserie? Ich mache hauptsächlich Karosserie. Ja. Und der Sohn macht Motoren. Und oder mein Sohn macht Motoren und sowas. Wer ist der Sohn? Der eben, der Lockenkopf. Der Helm. Der Heller. Mit der hellen Jacke, der. Genau, das war der. Der hat das Auto mit 16 gekauft. Ja. Schon sehr viele Jahre mit offener Scheibe draußen. Ja. Und gammelte so vor sich hin und dann habt ihr. Genau, den haben wir für 1000er gekriegt. Ja. Mehr war er nicht wert. Und ja. Den fertig gemacht. Also hier ist auch Frontblech neu. Mhm. Den habe ich auch selbst gespannt. Das sieht aber alles sehr gut aus. Ja, so muss das. Ah ja, ihr seid ja auch Profis, genau. Ihr seid ja auch Profis, okay. Und dann haben wir den Spaß daran entdeckt. Ja. Selber aus dem Sauerland. Das Haus da verkauft. Ja. Ein Bauernhaus gekauft. Ja. Mit einigen Scheunen. Ja, und habt Platz jetzt. Ich habe jetzt Platz und mache das. Ja, das ist entscheidend. Platz ist entscheidend. Okay. Ja, gut. Okay, prima. So ein breites Reservoir hat er eh nicht reingelassen. Das war Ihr Käfer, darf ich Sie auch noch ins Bild das nennen? War mal meiner, ja. Was sagen Sie jetzt zu dieser Entwicklung hier? Ja, das ist ein deutlicher Fortschritt gegenüber der ursprünglichen Version. Aber die haben das Getriebe kaputt gemacht, haben wir es gesehen? Ich weiß nicht, nein. Ja, den ersten Gang einmal. Ja, das war aber nicht das Serie. Ja, okay. Dann da ja, und Sie treffen sich heute jetzt zufällig wieder, oder? Zufällig oder? Nicht, weil nicht. Jeder hat genau geplant, hierher zu kommen. Ah ja, okay, gut. Aber Sie haben sich verabredet, prima. Genau. Okay. Nein, Sie sollen nichts ausziehen, weil Sie sind so schön angezogen. Sie haben die Original-Helsinki-Säcke an, sag ich mal. Der haben Sie den Bus dazu? Ja. Ah, wunderbar. Auch hier in grün-gelb? Nee, steht hier nicht. Ah, steht hier nicht. Okay, gut. Aber Sie sind dabei. Prima. Georg, ich habe das Auto auch erkannt, aber jetzt musst du mal sagen, was das für einer ist. Bei mir klingt das dann immer so als... Nee, ich kann das nicht. Das ist ein Bonito? Nee, das ist ein SP2. Er sagt mir gar nichts. SP2 war Sao Paulo in Brasilien, speziell für den brasilianischen Markt entwickelt, auf dem Fahrgestell des dortigen Typ 3 Variant, aber auch mit Heckmotor. Der hat dieses Gesicht. Das Ziel mit mehr Drehmoment haben wir erreicht. Aufsetzen, Jungs, es ist ganz knapp. Darf ich Fotos machen? Klaro. Letztes Jahr habe ich einen Steinschlag gehabt, weil meine Weiche kaputt ist. VIPs hier. Ach, krass, ne? So ja, was ich wollte euch eigentlich was mitbringen, eigentlich habe ich vergessen. Hab ich noch gemacht, ne? Ja, mein letztes Mal dann hier, ja, ich wollte mir von euch einpacken, bin aber im Bus da, der steht noch weiter raus. Jungs, geht doch mal eben aus dem Fenster, dann wird das noch interessanter. Danke. Ich bin das Hattler. Ich bin auch interessant. Ah, ihr seid auch interessant. Komm her. Kannst du dich dazulegen? Ja. Das ist ein sehr bekannter Bus. Das sind 3x3 Hunde. Die wissen, dass der Koffer auch größer ist. Guck mal, der putzt das Schild jetzt schon mal. Ja, und gibt's heute noch eine Stulle? Wenn sie sich freut. Nein. Das ist ein Problem. 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 Das ist ein Probl
Das ist so ein Moment, wo du dann sagst, selber ist. Komm, wir machen mal ein Gruppenfoto von euch. Stellt euch mal vor das Fahrzeug hier, wenn ihr wollt. Alle zusammen sitzen. Ja komm, er sitzt schon gut. So, ihr auch hier. Ja komm. Genau, leg das Auto mal tiefer. Jawoll. Ui, ich will mir die Hacke einklemmen jetzt. Ja, super. Ihr seid ja gegen das Licht, ey. Wir gucken mal in den Motor hier und sehen hier ein ganz tolles Gerät hier drin. Du hast gerade schon gesagt, welche Werte er hat. Was ist das? Ja, das ist ein 1776, der eigentlich sehr beliebt ist, der Motor, wegen des hohen Drehmoments. Ja. Und der hat 120 PS. Passt ja jetzt sehr gut rein mit den Luftfiltern da und so weiter da? Ja, das sind 40er Weber Vergaser, Doppelvergaser. Aha. Und das sind das Porsche Gebläse. Das sieht aber alles sehr schön und sauber aus. Ja. Und der ölt auch nicht, sehe ich hier. Nee. Alles. Zündspule sehr schön aufgeräumt hinten. Läuft auch sehr gut. Läuft auch sehr gut. Ja. Ja. Und klingt wahrscheinlich auch sehr gut. Ja, der hat auch noch die von CSB die Auspuffanlage runter, aus Edelstahl. Ja. Und wie gesagt, der Motor, den hat Firma Kumitat gebaut. Machst du nochmal die Seitentür auf? Also das sieht ja auch gut aus mit den Grabsteinen hier. Das sind jetzt Porsche-Sitze. Mhm. Ach, das sind Porsche-Sitze. Ja, ah, ja. Die Originalen sind jetzt. Ja, ich habe von innen gedacht, das sind Grabsteine. Ach, das sind richtig hier mit Porsche-Skript hier. Ja. Jawohl. Das sind Originale. Mhm. Vom Stoff her sind das die haltbarsten Porsche-Sitze, weißt du? Dieses Porsche-Skript. Alle anderen Stoffe bei Porsche lösen sich langsam auf. Ich habe die durch Zufall entdeckt über eBay Kleinanzeigen von einem aus Hamburg. Ja. Und der hatte die 35 Jahre schon in der Ecke liegen. Ist das hier? Drehzahlmesser noch ergänzt und hier hast du ein bisschen Anzeige noch. Jawohl. Mhm. Und Schaltwegverkürzung. Schaltwegverkürzung, jawohl. Also das ist spitze. Ich möchte sie nicht mehr missen. Ja, toll, super. Hast du toll ergänzt. Finde ich sehr gut. Also am besten finde ich die Linie jetzt hier mit den Felgen. Ja. Ja, das ist also so schön. So schön füllt das aus hier. Ja, ja. Das ist schönes Tuning, finde ich. Ja, sieht auch jetzt nicht ganz aufdringlich aus. Genau, schöne Farbe. So, verrätst du mir noch deinen Namen? Ja, Lothar Schulz-Peglo heiße ich. Okay, gut. Danke, Lothar. Ja, gerne. Fahrzeuge, wenn ihr das nächste Mal den Münster. Uiuiuiui. Der Zeug dann sein. Der hat auch eine eigene Halle. Das ist dein Auto, ne? Meins, ja. Ja, genau. Was ist denn da drin verbaut? Ja, 2,4 Typ 4, ne? Ach, das ist ein Typ 4 Motor. Ja, ja. Ja. Super. So, jetzt habe ich einfach gefilmt. Jetzt hier ist das okay. Auch gut. Ja? Auch gut. Hier ist deiner? Auch gut. Also sehr schön aufgerollt, aber ist auch sehr ausgefüllt, ne? Ja, nun, das ist so gemacht. Mhm. Aber es passt gut. Es ist etwas voller, weil der mit Heizung ist. Ja. Die Autos, die keine Heizung haben, da sieht es aufgeräumt. Ah, okay, ja. Aber wir wollten gerne. Ja, genau, du musst alles, ja, genau. Mhm. Kannst du, glaube ich, schon nehmen. Ja, sehr gut gemacht. Und läuft wahrscheinlich wie ein Uhrwerk, oder? Ja? Wunderbar. Schön. Und ein schönes und schön Fahrwerk, bremsemäßig muss da dann auch was tun, oder? Alles regelkonform. Ja. Ah, so ein Porsche Hackmesser drauf. Welches Baujahr hast du hier? Das ist? Modell 3, September 82.
Ihr seid ja eine schöne Runde hier, muss ich mal sagen. Ja. Weißt du, wer die Runde noch sinnvollerweise ergänzt? Ja? Du. Ja. Ja, ich muss ja die Kamera halten. Dann geht er nämlich weiter raus und dann kann ich die Halterung machen, dann schiebt er sie nämlich raus. Wenn ich hier ein paar Mal drauf schlage, geht er raus und dann kannst du nicht mehr fahren. Das was geht es um die Benzinpumpe? Den Spind, ja, um den Spind in der Benzinpumpe. Aha. Der war bei mir rausgegangen und der hatte keinen Sprit mehr, der fuhr er nicht mehr. Und spätere Baujahre haben sie längere Spinte genommen, mhm, mit einer, wie heißt das, eine Klemmscheibe da dran. Ne? Und kann das nicht mehr raus, den da rausmachen? Ich will den bei mir rausmachen und den reinsetzen. Der ist nur zur Befestigung oder was? Der wird von unten, genau, wird er doch gestoßen? Oder nee, ist da das drin ist die Mechanik, die so ja, ja, einfach ach, hier, der guckt. Nein, das Original bleibt so. Ach, glaube wohl. Das würde ich aber auch so sehen. Du solltest ja diesen Schraubenzieher immer mitnehmen. Und diesen Schraubenzieher mitnehmen. Dann kannst du die schnell ausbauen und kannst du die wieder auseinanderbauen. Weil es das zusammenfällt. Das war bei mir auch nie passiert. Auf einmal ist nicht passiert. Was sagen? Wir müssen jetzt den Benzin stellen. Ja, ich muss einmal gucken, dass wir auch nach Hause kommen. Ja, so. Und es sind noch drin nicht ganz 15 Liter. 15 Liter, was heißt? 100 Kilometer? Na ja, mehr, ja, ne? Ein bisschen mehr, 150. Ja, prima. Schütten wir lieber was rein. Ja, okay. Baujahr 56. Ja. Tatsächlich. Nagelneuer Ersatzreifen. Ja, das ist noch der Originalreifen. Ja, Wahnsinn, damals. Das ist hier der Diagonalreifen. Ja, ja, den habe ich auch gelandet. Aber es gab auch früher schon eine mechanische Tankanzeige. Ja, die gab es. Die kann man auch nachlesen. Der Original ist sauteuer. Gibt hier auch als Repo, aber man kann ja auch reichen. Okay. Und an Ruthmann Steiger. Wo steht der? Ah, da hinten. Ja. Was war denn erstmal hier? Was hat er denn alles geladen? Da drin. Ein 1600 TL als Polizeiauto. Mensch, Georg, ich hab dich im Bild. Oh, musst du jetzt lachen? Nein, ich will nicht lachen. Mir ist jetzt noch nicht wieder nach Lachen zumute. Das kommt jetzt im Laufe der Woche. Also, der lacht hier aber. Den fotografiere ich jetzt. Nicht anfassen. Steht auf meinem auf. Ja, siehst du, dann halte ich dran. Steig mal aus. Du bist doch der nette Schrauber aus dem Internet. Liege ich da richtig? Ja, ne? Bist kaum auf dem Platz, du wirst schon angesprochen. Wunderlich, tatsächlich. Ja. Zumal mit dem fast ältesten Modell. Weil ich höre dir immer gerne zu. Manche Erklärungen sind sehr lang, aber super, dass ich das mal ja, so live sehe. Der eine wird es lieber so, der andere. Ja, so. Mhm. Aber du machst das sehr gut. Vor allen Dingen auch, du bist ja vom Fach.
war das noch, du? 30% Leistungsminderung. Oh, Walter Röhrl, hier ist er wieder. Das ist Ihrer. Guck mal, sogar diesen Gummibezug, diese Präparative, ja, die ich bringe. Können Sie was dazu sagen zu Ihrem Käfer? Das möchten Sie mal wissen. Ja, was da alles dran verbaut ist. Dauert den ganzen Tag, oder? Ja, ich bin jetzt bei 276 Änderungen. Bei 200? 276. Boah. Nur Optik. Ja. Ich rede jetzt nicht von Technik, Vergaser, ja. Tuning, Motor. Aber es ist eine schöne Sammlung rund um dieses ganze Auto. Ja, es ist nur Zubehör gemeint, Umbauten, Anbauten. Aber alles ist an sich, darf man so mitnehmen und so. Ja. Alles aus der Zeit. Ist kein Taiwan-Chrom, ist kein Abbau. Auch die Spiegel sind alle von Albert, auch mit Kumpel in DDR. Die Aufsteck-Kopfstützen, alles. Aral-Biegemännchen. In grün sogar. Gut. Und eine Besonderheit ist nochmal. Also ist jetzt irgendwie, wenn man das, den Geruch mitnehmen könnte, man riecht das und förmlich, wie gut das schmecken wird. Okay, danke. Gerne.